Das Licht der güldenen scheint auf uns herab, erleuchtet auf die Gerechten, unerbittlich auf die Frevler. Also noch irgendwas für dich? Ja. Wer euer Gott so verehrt? Warum habt ihr dann nur eine mannshohe Statue vergoldet? Vergoldet? Das Abbild des Gülden besteht aus einem massiven Goldblock. Sagtest du gerade, die Statue sei aus purem Gold? Natürlich. Hör doch zu, wenn. Denke nicht einmal daran. Das Licht des Güldenen scheint auf uns herab, erleuchtet auf die Gerechten, unerbittlich auf die Frevlerjahre. Ja, ja, das kennen wir schon alle. Links, rechts, nicht ansprechen, sonst komme ich aus dem Takt. Links, rechts. Kann ich die Kette mitnehmen? Nimmst du wohl die Finger weg? Ich habe nur geguckt! Mit den Fingern. Der Boden ist voller Goldmünzen. Und das bleibt er auch. Au! Man hat doch wohl der Welt nicht einfach auf die Finger! Du stehst vor der Schale von Krun. Ihr brachte Gundar den Güldenen das erste Opfer dar und begründete somit unseren Orden. Seit diesen alten Zeiten dient sie uns, dem Strahlenden zu opfern. Klebt etwa alles Blut am Boden? Nein. Aber natürlich, das ist Blut. Was genau habt ihr früher geopfert? Die Riten des Güldenen sind unwandelbar, ewig und wahr. Was soll denn das für eine Antwort sein? Lass ihn! Es ist also eine Opferschale für Goldmünzen. Ach, ich opfer mal 10. Und jetzt opfer ich mal 459. Mal schauen, ob jetzt irgendwas passiert. Ja. Ihr mich auch. Hey, wirf du mal dein Geld rein, du bekommst nämlich nichts dafür. Halt, du nicht! Hey, was soll das denn heißen? Ich werde keiner Hexe Zutritt zur Krypta der Helden gewähren. Was soll das, Junge? Sie ist keine Hexe. Du hast sie doch selbst vor deinem Hochmeister bezeugt. Wortgewandte Tricks eines durchtriebenen Flammenfutters. Du kannst ja fast witzig sein. Es bleibt dabei. Wenn du die Krypta sehen willst, hat die da draußen zu warten. Richtig, zeig ihm, dass wir gegen ihn zusammenstehen. Ja, ja, geht nur ein neuer Stein ins Loch. Ich will da jetzt rein, ich will irgendwas klauen hier. Ja, ich kann gegen ihn schwor. Guck meine Macht, ich kann die Wände beben lassen. Gundar, er bezwang den vielarmigen Schrecken des Hügelsteppe und legte die Grundlage unseres Ordens. Fall halt runter. Adelhard, der vielgescheite. Er legte die alten Rollen auf die rechtmäßige Weise aus und gab uns den Kodex. Ein Tintenkleckser also! Boah, das kenne ich noch. Ich dachte, ihr seid nur Helden versammelt. Lästere nicht gegen den Künder der Ordnung, erwählte. Kann auch dagegen hauen? Yeah. Ich bin so mächtig. Okay, das ist nichts. Roho, der Flammen umgrenzte. Bis zum heutigen Tag hat noch niemand mehr Hexen auf meinem heiligen Zug gereinigt. Es ist wohl auch besser so, dass Valdrade den hier nicht zu Gesicht bekommt. Ach. Das war Opa. Varin, er erkannte den verderblichen Charakter der List und kämpft zeitlebens auf güldengefällige Weise. Und dann hat er trotzdem ein recht hohes Alter erreicht. Ein Glücksvogel. Die Bestie von Niederflosen. Eine Bestie? Erzähl! Der Sieg über diesen Feind hob den großen Arthur schon früh weit über alle Helden hinaus. Manche sagen, die Bestie wäre einem Blutstropfen des Himmelwolfes selbst entsprungen. Ihr Geheul brach jeden Widerstand und zwischen ihren Fängen knackten die Knochen der Erschlagenen. Lol. Ja. Eines Heldenmut war groß genug, sich nicht... Nimm die Finger von der Tastatur, Honk. Athos, er erlegte einen Hirschen, hüllte sich ganz in dessen Fleisch und ließ die Bestie Witterung aufnehmen. Witterung nehmen wir rüber. Als sie heran war, hielt er unerschrocken aus, zitterte nicht, als sie mit dem Pranken griff, bebte nicht, als ihr Körper riesig über ihm aufragte und wartete, bis ihr vor Geifertrieb Maul sich auf ihn herabsenkte. Dann schnellte er hervor und wuchtig trieb er den Undier seinen Speer durch den gräulichen Schädel. Köpfchen, Kraft und Mut, eine gute Geschichte. Ich darf die Ehrenwache am Grab des großen Arthus halten, und das sage noch jemand, es lohne es nicht, gehorsam und genügsam zu sein. Du wirst doch darauf achten, dass der Fremde diesen Ort mit dem gebührenden Respekt begegnet, Herr.
Sei unbesorgt, er wird sich zu benehmen wissen. Yeah. Was sollen diese Blicke? Ich war das nicht! Geil! Der Wurm von Lohenhall. Ein Lindwurm? 3 Tage war der Berg von Lohenhall von Finsternis umhüllt. Aasvögel umkreisten ihn, Pechschwaden quollen aus seinen Spalten, ein Donnern und Dröhnen erscholl immer lauter aus seinem Inneren. Dann brach er hervor. Der riesige Leib des Wurms wälzte sich über das Land, und wo die giftigen Schuppen die Erde berührten, verfaulte das Korn an den Halmen und sank das Vieh in Kräfte zu Boden. Hunger, Not und Schrecken herrschten ringsum. Doch dann wurde die Kunde zu Artus getragen. Der Held rüstete sich auf der Stelle und rückte gegen den Wurm. Artus ließ seinen Speer gegen das gepanzerte Ungeheuer krachen, aber das Schuppenkleid war undurchdringlich. So oft er auch die Waffe gegen den entsetzlichen Feind richtete, konnte er ihm nicht einen Kratzer zufügen. Der Wurm musterte Artus höhnisch aus allen Augen und ein krächzendes Lachen entrang sich seinem weiten Maul. Und Artus sprang mitten hinein. Er schnitt sich den Weg durch Zungen, Gaumen und Rache, bis das pochende Herz des Feindes vor ihm lag. Ein langgezogenes Kreischen war alles, was vom Wurm verblieb. Man sagt, es halle an dunklen Tagen immer noch auf dem Kampffeld nach. Er sprang in den Rachen? Artus war der größte Held, der je auf Wolfenhain wandelte. Es wird keinen mehr wie ihn geben. Das Letztere lässt sie eigentlich über jeden sagen, der Riesenexenjagd ins Maul hüpft. Der große Artus, der Orden hat keinen strahleren Streiter als ihn hervorgebracht. Erweise dich seine Vorbild würdig, wenn du versuchst, in seinen Spuren zu wandeln, erwählt er. Na, na, lass mal die Schweine im Stall, Jungchen! Ich werde das auf meine Weise angehen! Gar nichts wirst du. Du wirst von ihm erwählt, als wirst du dich seinem Willen fügen. So wie ich. Es nagt, richtig? Ach, du mach nicht so ein Gesicht! Wir haben einen Auftrag. Gehen wir. Die edelsten Taten des großen Artus. Erzähl! Und obgleich der güldene Tag um Tag die Welt der Sterblichen wärmte, verlachte dieses sein Gebot. Hui, ich hatte viel Text. Wo rechter Glauben und Frömmigkeit vor dem Gesetz stehen sollten, herrschten nur Betrug, Lüge und Eitellaster. Erbittert verhüllte der Lichtbringer sein Antlitz und versagte den Sterblichen seine gerechten Strahlen. Grimmiger Frost zog herauf, bedeckte die Welt mit Reif und Kälte und ein großes Jammern setzte ein. Doch statt Reue glomm nur Klage und Hader in den Herzen der Ungerechten, so blieb der Strahlende bedeckt. Da spornte Artus die Krieger des Ordens an und fachte in ihnen die Flamme der strengen Redlichkeit. Sie zog gegen die verruchtesten Städten des Lasters und stürmte ihre Mauern. 12 mal 12 Städte reinigten sie von allem, was nicht gülden gefällig war, und zwangen die rechte Ordnung wieder herbei. Doch noch immer wandelte sich der Güldene ab. Daraufhin zog Artus zum Gipfel des Firnenkammes und harrte 7 mal 7 Tage und Nächte in innigem Gebet aus, pries den gerechten Gott und achtete der kalten Unbillen nicht. Und der Güldene wog die Taten und braven Gebete auf seiner unbestechlichen Waage, und siehe, es war genug. Hell schossen seine Strahlen über den Himmel, versenkten Eisenkälte und nahmen die Strafe von der Welt. Der Zug der Städtebrenner! Davon wird im Süden immer noch traurig gesungen. So kurzlebig ist der Dank der Unreinen. Ja. Ich brenne auch öfters mal Städte nieder und wundere mich, warum keiner dankbar ist. Habt ihr euch an den kalten Stein satt gesehen? Schön, dass ihr euch noch erinnert, wer hier wartet. Ach, ich glaube, ich warte drin, bis er verhungert da draußen. Gegen die sollen kann. Kann ich nicht klopfen, nein. Was hat die Hexe? Was soll sie schon haben? Sie kennt nur ihre Wälder und Auen und hier ist alles aus Stein. Ha, ich bin doch keine Hinterwälderling. Und hört auf, über mich in der dritten Person zu reden. Okay, ich würde was sagen, ich mache hier so langsam mal Schluss, denn ich habe noch was vor. Aber erst hole ich mir noch das Geld. Ja. Oh, das kann ich auch schieben. Also so hole ich mir das Geld schon mal nicht. Ach ja. Sag mir doch einer, der sich das auch schieben kann. Also das will ich da rüber schieben und dann kriege ich die Kohlen. Yeah! Ach, so geht das! Wir versuchen schon seit Tagen daran zu gelangen. Nein! Scheiße, ist das dumm. Genial.
Okay, mit dem Kerl reden wir noch und dann machen wir Feuer an. Weg mit dem Weib! Schon vergessen? Ich bin keine... Zurück mit ihr! Tu, was er sagt. Wieso sollte ich? Wenn ihm die Bekleidung seines Erwählten nicht geschmeckt, kann er doch gehen. Ja, ja! Du mach keine Prinzipienfrage aus der Sache! Du siehst doch, dass du ihn aufregst! So ist es besser. Nun können wir reden. Erwählter. Geht schwer von der Zunge, hm? Zweifelst du an meiner wahrhaftigen Hingabe an das Gebot des Güldenen, alter Mann? Wer einen Schneegipfel als Haupt trägt, sollte nicht die Jahresringe des anderen zählen. Wegs ist mein Gipfel nicht kahl. Wir können es gerne hier und jetzt austragen. Und wieder erkenne ich die Weisheit des Güldenen, der mehr zu sehen imstand ist als ich. War das eine Beleidigung? Ich bin sicher, das war eine. Nimm den Erwählten bei Zeiten ins Gebet und unterweise ihn in den Grundsätzen des Ordensbrunnen. Wieso klingt das schon so ähnlich? Was hast du gegen Valdrada? Du weißt nichts von unseren Geboten, Erwählter. Ja, jetzt ändere ich einfach so deine Stimme, das passt raus. Aber wie konntest du nur einen Weib wie diesen an deine Seite nehmen? An seine Seite? Du glaubst etwa, unsere etwas spezielle Beziehung gehe in diese Richtung? Meine Güte, Entschuldigung, dass ich nicht schon tot umgefallen bin. Noch nie wurde ein heiliger Zug unternommen, an der eine der Hexereiverdächtige teilgenommen hat. Was heißt du was heißt schon verdächtig? Du selbst bist doch Zeuge ihrer Unschuld, und zwar nach deinen eigenen Regeln. Für dich mögen Regeln nur ein Spiel sein, aber hier wissen um ihre heilsame Kraft. Und auch du wirst auf deinen Zug erkennen, dass Gutes nur aus Hingabe an der rechten Glauben erwächst. Wer bist du? Du stehst vor dem besten Axtkämpfer des Ordens, Angeber. Sollen die Jüngeren doch ihre Freude an blitzenden Schwertchen finden? Ich bevorzuge eine richtige Waffe. Ha! Es war eine Axt, mit der ich den Troll von Karstheim spaltete. Du warst das? Dein Lied wurde in allen Wirtshäusern der Ebene gesungen. Ich habe immer davon geträumt. Ich meine, nicht schlecht, so von Held zu Held. Ein Mundwerk allein vollbringt keine Taten. Dazu bedarf schon eines entwickelten Kampftalents. Schlaffe Oberarme, Bauchspeck und die Haltung eines Ochsens. Ja, das klingt nach einem echten Helden. Du scheinst nicht einmal das einfachste Klingentalent zu beherrschen. Pah, diese Kampftalente sind doch nur etwas für Marktplatz-Possierer. Echte Abenteurer haben das nicht nötig. Dann wirst du es also nicht von mir lernen. Du brächtest es mir bei? Ein richtiges Kampftalent? Lass dich ansehen. Stark genug bist du, aber besitzt auch die nötige Findigkeit? Höre, löse mir diese Aufgabe und ich werde dich das Geheimnis des Lohenleides lehren. Dorthin, wo die Sonne selbst gekreuzt wird, lenke dein Licht und bringe mir das Symbol. Toll. Ach so, das ist schon die Aufgabe. Ich dachte, das ist nur ein Vorspiel in Form Ritual Humbugs. Und nun bitte noch einmal Klartext, was soll ich tun? Wage es nicht, Beweis machen zu wollen, des Gülden haben einen tupfen Torn erwählt. Ist es etwas Großes? Du bist der Erwählte, nutze gefälligst, was der Strahlende in dir sieht. Es ist eine oder sind es mehrere Sachen, die ich finden soll? Aus, indem du dich dumm stellst, beleidigst du ihn. Ist das hier in der Burg? Ja, du Quälgeist. Na bitte, steht der Tropfen Hüll in Stein. Ja, ja, du schau mir her. Bring ihr das Symbol als Beweis, dann lehre ich die Technik des Lohenleids. Ja, gut. Also, wie ich eben sagte, ich mache hier mal Schluss und speichere nochmal überall drüber. Hoffe, es hat gefallen. An den Stimmen werde ich nochmal arbeiten. Nein, die werden nicht besser. Träumt weiter. Egal, das war's für heute und so, ne? Ich sage auf Wiedersehen.